Moin zusammen. So, nächstes Waffentutorial. Nächste Waffenvorstellung, besser gesagt. Heute machen wir mal was anderes. Wir machen Pistolen. Ihr seht es, diese fünf Pistolen hier habe ich hier im Spiel. Jeder Pistolenschütze fängt mit der Focuso 357 an. Eine Waffe für Kleinkaliber. Also für kleinere Ziele. Nicht Kleinkaliber, das ist ein falscher Ausdruck. Für kleine Ziele. Ja, das heißt im Klartext für Füchse. Vielleicht noch für Rehe, aber das war es dann auch schon. Ja. Damit fangt ihr immer an. Und Vorsicht, wenn ihr die benutzt und gerade wenn ihr Kopfhörer habt, sie ist verdammt laut. Werdet ihr gleich sehen. Die nächste Waffe, die man im Standardspiel schon hat, ist die Panther Magnum. Waffenklasse 2. Damit schießt man unter anderem auf Wildschweine. Kann man. Ne? Dammwild ist damit auch möglich. Tiere mit Waffenklasse 3. Kann man machen, aber naja. Ihr werdet auch sehen, dass die Waffe ebenfalls relativ laut ist. Die dritte Waffe im Standardspiel ist die Rhino 454. Das ist wirklich was, womit ihr Grizzlies jagen könnt. Ne? Und wie sind also Großwild. Man braucht aber eine ganze Weile, um diese überhaupt freizuschalten. Denn die braucht, keine Ahnung, wie viele Punkte ich habe. Da ich sie freigeschaltet habe, wird es bei mir logischerweise im Laden nicht mehr angezeigt. Ne? Wo haben wir so ein Pistolen? Machen wir sie da. Kostet 48.000. Ist also schweineteuer. Ne? Und die Freischaltpunkte werden bei mir nicht mehr mit angezeigt. Ihr braucht aber eine ganze Weile, um diese überhaupt freizuschalten. Die schaltet ihr dahingehend frei, dass ihr Pistolen benutzt, Ziele trefft und diese verwertet. Aber auch die Rhino gucken wir uns gleich an. Diese zwei Pistolen hier stammen aus zwei verschiedenen Waffenpacks. Das sind DLCs, also downloadbare Inhalte, wo also Waffen dem Spiel hinzugefügt werden. Das hier, die Mangiafizio, oder wie sie ausgesprochen, ich weiß es nicht, ist eine sehr interessante Pistole, nicht nur vom Aussehen her, weil diese Pistole sowohl normale Single-Geschosse hat, als auch Schrotgeschosse. Ja, das heißt also, man kann da tatsächlich damit auf die Vogelwildjagd gehen. Ne? Aber eher auch für kleineres Wild gedacht. Und dann im letzten Waffenpack 3, die Anderson L22LR Defender. Sieht aus wie die Luger 08. Ist Kleinkaliber. Ist also eine Luftpistole. Und ist wirklich dazu gedacht, nur auf Federwild und auf Füchse zu gehen. Für was anderes kaum zu gebrauchen. Auch die werden wir uns ansehen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was brauche ich denn nur für Munition dafür. Jetzt muss ich erst einmal schauen, wo ich die denn habe. So, das ist für die Anderson. Die 357er ist die Focus. Die 44er ist der Panther. Der 45er Colt. Nehmen wir auch mal die mit. Magnum. 410 Vogelschrot ist für die Dingens, für die Schrotpistole. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich den jetzt überhaupt habe. Was ich noch dazu holen kann, ist ein sogenanntes Pistolen-Zielfernrohr zu empfehlen. Und das soll es auch schon gewesen sein. So, gehen wir mal rein. Die erste Waffe, die wir hier reintun, ist die Focus 357. Munition 357. Nehmen wir ruhig diese da. Visier. Nehmen wir das. So, dann nehmen wir da als zweites, wir tun es mal hier rein, die Panther Magnum. Das ist die Punkt 44er. Da haben wir sie. Auch da natürlich das Visier. Die dritte ist, dann nehmen wir mal die Rhino. Das ist, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich glaube die 454er, ja genau, die ist das. Auch da setzen wir dann die Pistolen drauf.
Auf der 4 nehmen wir dann mal die Mangia Fizio. Ich kann es nicht vernünftig aussprechen, deswegen verzeiht mir das bitte. Da wäre die HFK 45er Colt. Wir werden auch später nochmal dann die Kaliber 410 Vogelschrot ausprobieren. Auch da kommt natürlich das Visier drauf. Und als letztes dann die Anderson, die mit dem Kaliber 022 arbeitet. Ja. Pistolen sind allesamt für Kurzdistanz gedacht. Also wer jetzt glaubt, mit der Pistole 200 Meter weit schießen zu können und dazu was irgendwas zu treffen, dem muss ich gleich enttäuschen. Das wird nichts. 50 Meter. Wie gesagt, die erste Waffe, die ich eben nutze, ist die Focus. Die erste Pistole überhaupt im Spiel, die man als Anfänger im Pistolenjagen auch erst kriegt. Und wie gesagt, sie ist laut. Also Vorsicht bitte. Das sollte ein bisschen näher ranzoomen, das wird besser, ne? Ihr merkt es, laut. Ne? Wenn man die Skillpunkte und Perks und Fähigkeiten für das Pistolenschießen und überhaupt für Waffen gesetzt hat, ihr könnt auf meinen Kanal gucken, ich habe einen Kanal, also ein Video gemacht, das nennt sich sehr hardcore, soweit meine Skillung. Da ich ein Hybridjäger bin, so bezeichne ich meine Art und Weise zu spielen. Ich bin sowohl ein lauer Jäger als auch ein Pirscher. Und ich benutze alle Waffen. Habe ich meine Skillpunkte dementsprechend auch so gegeben. Ja? Dass ich mit allen Waffen einigermaßen klarkommen kann. Es gibt auch Pistolenpunkte, also Pistolenfähigkeiten, die muss man natürlich benutzen. Und auch erstmal setzen. Deswegen kann ich mit dieser Waffe relativ sicher zielen. Stellung an, da gehe ich jetzt hier nicht drauf ein. Das ist ein eigenes Video, da könnt ihr euch das angucken, welche ich benutzt habe. Diese Waffe ist also wirklich nur für kleine Ziele gedacht, das heißt Rehe, Füchse und ähnliches. Größeres Dammwild schon, will ich schon gar nicht erst probieren. Ihr verletzen, ihr müsst ewig lange nachsuchen, das bringt nichts. Ja? Ich will versuchen, nachher noch mindestens irgendwie eins oder zwei Rehe zu finden, aber das wird schon schwierig werden. Die nächste Waffe, die zweite, ist die Panther. Panther, wie gesagt, 2. Damit schießt man, wie gesagt, wild. Auf Waffenklasse 3 Tiere würde ich damit schon gar nicht gehen. Also auf Rothirsche beispielsweise würde ich schon gar nicht erst probieren. Auch die werden wir nicht zuschießen. Das gleiche Visier. Auch relativ laut. So, was ich vielleicht noch nicht erwähnt habe. Magazin. Dazu muss ich ein bisschen vorgehen. Die Focus hat ein 6-Schuss-Magazin. Ah, Blödsinn. Die ebenfalls. Ja, das ist also schon ein schöner, großer Revolver. Die Rhino hingegen hat nur 5. Warum? Weil das Kaliber größer ist. Um die Waffe nicht unnötig unhandlich zu machen, wurde hier auf eine Patrone verzichtet. Das ist also ein 5-schüssiger Revolver. Damit halt die Waffe klein bleibt und nicht zu groß und nicht zu unhandlich wird. Also ihr müsst das bei der Rhino dann später sehen, bemerken, dass ihr nur 5 Schuss habt. Die Mangia Fizio, oder wie sie ausgesprochen wird, diese schöne verschnörkelte, hat wieder 6-Schuss-Magazin. Und die Anderson ein 10-Schuss-Magazin, weil es eine Luftpistole ist, also wirklich sehr, sehr kleines Kleinkaliber. Ja? Das nur mal ganz kurz dazu. Wir gehen jetzt aber auf Marino. Setzen mal wieder das Ganze zurück. Achtung, wird wieder laut. Hört sich anders an, ist wie gesagt auch eine Waffe, die Abwaffenklasse durchaus benutzt werden kann. Damit könnte man auf Rothirsche gehen, damit kann man aber auch auf Grizzlybären gehen. Das geht. Nicht gut, aber es geht.
Na toll, jetzt fängt es an zu regnen. Jetzt wird es wieder laut hier. Ach Mann, oh. Das hasse ich. Bei Aufnahmen hier auf diesem Skistand ist das unheimlich laut durch das Wellblech hier. Deswegen werde ich jetzt mal ganz spatzeshalber. Und ich habe ja doch. Ich habe doch ein transportables Gebäude. So. Setzen wir das auf den 9. Und versuchen mal ein bisschen vorzuspulen. Vielleicht hilft das was. Auch wenn es da noch prasselt, das interessiert mich nicht. Hier prasselt es nicht mehr. Soundbar geht mir jetzt momentan ganz gewaltig auf den Keks. Diesen Soundbar kam alle Tarnzelte an sich. Eine ganz doofe Sache. So. Also, wir waren jetzt bei der Rhino. Gehen jetzt mal auf die kleine Magnia Fizio. Auch da mit 3 Schüsse auf die Bahn 8. Die Magnia Fizio, wie sie ausgesprochen wird, finde ich persönlich ganz gut. Sie ist zwar nur Waffenklasse 2. Nach meinem Kenntnisstand. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Moment mal ganz kurz, bevor ich jetzt was Falsches erzähle. Das sind 2. Man sieht es hier durch die Munition. Ne? Also hier rechts steht 2. Ist also Waffenklasse 2. Ne? Das heißt also auch für Rehe gedacht. Dumbledon mit Vorbehalten. Ne? Und Füchse auch erledigen. Das, wie gesagt, das Schöne an dieser Waffe ist, dass man halt auch Schrot in sie laden kann. So dass man halt eine Schrotmunition, eine Schrotwaffe hat. Schrot wirkt nicht auf großartig auf 50 Meter. Wir werden es trotzdem mal probieren. Halt. Erstmal zurücksetzen. Wird nicht viel bringen. Ihr seht es, 127 Punkte mit einem Schuss. Und eine schöne Streuwirkung, 126. Nee, ich bin schlechter geworden. Ich werde immer schlechter. Ich lasse es jetzt, bevor ich bei 0 anfange. So, diese Waffe ist ganz gut dazu geeignet, um einerseits Pistolenpunkte zu machen. Gerade bei der Vogeljagd, als auch Schrotpunkte zusammen. Schrotpunkte gibt es nicht. Blödsinn, was reden ist? Das hier ist Blödsinn. Das ist aber, wie gesagt, eine gute Waffe für die Vogelwildjagd, wenn also Gänse geschossen werden, das werden wir später noch machen. Und man diese Waffe benutzt, ist das wirklich hervorragend geeignet, weil man kriegt sehr viel und sehr schnell Pistolenpunkte zusammen, um die nächsten höheren Waffen zu kriegen. Anders ist es bei diesen hier, bei der Focus, Waffenklasse 1. Ihr könnt praktisch gesehen Füchse nur schießen. Wenn ihr keine Füchse, keine Rehe habt, dann geht ihr leer aus. Und Vogelwild kann man eher herankrollen, wenn man die richtigen Spots kennt. Letzte Waffe, die wir uns noch angucken werden, ist die Anderson, die mit dem Waffenpack 3 gekommen. Eine Luftpistole, die ein 10-Stoß-Magazin hat und sehr leise ist. Wie gesagt, die ist sehr leise, aber auch hat auch keine besonders gute Reichweite. 75 Meter steht hier unten bei der Nulldistanz, 50 ist das Mittel. Die Focus ebenfalls. Die Panther genauso. Die Rhino ebenfalls. Ihr seht es immer unten rechts. Die Magnia Fizio genauso. Das heißt also, 50 Meter ist die mittlere Reichweite, die ihr wirklich benutzen solltet. Darüber bringt es nichts. Und bei der Anderson ist es leider so, dass die, je weiter das Ziel weg ist, desto geringer ist die Projektilenergie, die Waffenwirkung, die Wirkung des Geschosses auf das Ziel. Diese Waffe, diese Anderson, benutze ich auch ausschließlich für die Vogelwildjagd. Vielleicht noch für einen Fuchs
Eigentlich ist das Waffenklasse 0. So, wo haben wir sie denn? Da haben wir sie. Waffenklasse 0. Das ist also für Hasen. Das ist ein Häschen-Symbol da. Ja, das heißt also, diese Waffe ist wirklich für die ganz kleinen Tiere gedacht. Ein Fuchs wird damit schon schwierig. Ja, eine Gans, da werden wir gleich hingehen. Kann ich damit gut erledigen. Ja. Ein Hasen, ja. Fuchs, wie gesagt, schon schwer. Und ein Reh versuche ich gar nicht erst damit. Weil das Waffenklasse 2 wäre. Beziehungsweise Waffenklasse 1 mittlerweile ist ja reduziert worden. Aber trotzdem, damit würde ich nie einen Versuch, ein Reh zu schießen. Weil ich das Reh nur verletzen würde und ich ewig lange nachsuchen müsste. So. Bevor wir hier jetzt großartig auf Jagd gehen, werde ich erstmal noch ein bisschen Munition mir holen müssen. Nämlich für die... wo haben wir sie denn? Da habe ich 29, da habe ich 37, da habe ich 35. Die habe ich gar nicht. Wieso nicht? Da setze ich mal schnell ein paar drauf hier. Ich glaube, die habe ich erst letztens freigeschaltet, weil ich ja so viel Pistole gar nicht schieße. So, da haben wir sie denn? Da sind 40. Da, die wollte ich noch haben. Da sind nämlich nur noch 8 Schuss da. Das ist natürlich wesentlich wenig. 5 in der Waffe und 3 als Reserve. So, dann springen wir mal und hoffen mal, dass das jetzt auch gleich klappen wird. Da oben hin, ihr seht es, da oben sind schon schöne viele Flecke. Das ist mein bevorzugtes Jagdrevier auf Federwild, auf Vogel, Wildvögel, und zwar Kanadagänse. Nicht vergessen, Grigol, den Kanadagänse-Caller mitzunehmen, sonst wird das gleich ein bisschen lästig und langweilig. Habe ich den Caller eventuell schon drin? Wahrscheinlich nicht. Nein, habe ich nicht. Ja. So, wo haben wir sie denn? Wo ist denn der Lager? Wo ist denn mein Caller? Wo ist mein Caller? Da ist die Kanadagänse-Caller. Der Kanadagänse. Egal. Auf jeden Fall ist das Richtige. So, und hier mache ich wieder einen Cut. Und wir gehen dann jetzt eher... Ich melde mich dann, sobald die ersten Gänse da sind und wir die ersten Gänse auch schießen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ihr seht es. Es sind Gänse da. Normalerweise war ich gerade draußen an der Rauchen, deswegen habe ich das nicht mitgekriegt. Und die meisten sind auch schon ein bisschen weit weg. Oh, toll. Mein Pferd, das habe ich ja ganz woanders. Also gucken wir mal, dass wir Gänse da vorne noch kriegen. Und diese da. Habe ich die auch getroffen? Nö. Was mich auch nicht überrascht hat. Ne? Diese Pistolen sind für die Wildgansjagd kaum geeignet. Mit Ausnahme der Magnificio und der Anderson. Ne? Ihr habt es gesehen, gerade mal eine. Gut, die waren auch relativ weit weg. Mein Fehler. Aber das sollte euch nur mal so ganz kurz zeigen. Ich werde es nicht gar nicht großartig mit der Panther und auch nicht mit der Rhino. Ja, weil das sind, wie gesagt, Waffen für ganz andere Tierarten. Die versuche ich dann später nochmal zu finden. Jetzt kann ich nur noch warten und hoffen, dass die nächsten Gänse kommen. Dann kann ich euch das mit der Magnificio und mit der Anderson zeigen. Bis gleich. So, die nächsten Gäste kommen. Ich habe sie jetzt hier runtergecallt. Einige wenige werden da hinten weiter runtergehen. Ist ärgerlich, weil die jetzt komplett im Wind stehen. Oh, da hinten kommen mehr. Dann holen wir die auch nochmal dazu.
Oh, da kommen sogar zwei Schwärme. Wahnsinn. Wie ihr seht, ich habe die anderen noch nicht abgeholt. Die sind mir zu weit weg und außerdem riechen die mich hier gerade. Das ist schlecht. Na, komm. Da habe ich die schon getroffen, ja. So viele Gänse auf einmal habe ich noch gar nicht hier gehabt. So. Habe ich jetzt gesehen, ich habe glaube ich vier runtergeholt. Kann ich mal versuchen, ob ich die noch kriege. Oh nein, die sind zu weit weg. Nein, nein. So, eine hatten wir vorhin schon. Ich habe jetzt da eine geschossen. Da liegt noch eine und ich meine, dass da hinten irgendwo noch welche liegen sollten. Wir werden sehen. Auf jeden Fall habe ich mit dieser Schrotmunition schon mehr Tiere erlegt als mit der Single-Shot-Munition. Und da jetzt momentan keine Gänse kommen, sammeln wir mal auf, was hier ist. Nun, das war jetzt hier die erste mit der Vorkotz. Nein, das war die Magnifio, wie das auch heißen soll. Damit habe ich schon mal 2,34 Waffenpunkte gesammelt. Nur 37 Pistolenpunktbonus. Rief der unten ja. Das war die Fokus. Bringt auch gut Geld, ne? 500 Credits. Und wieder 37 Pistolen. Punkt Bonus braucht ihr, um die nächsthöhere Waffe freizuschalten. Bringt bei mir herzlich wenig, weil ich schon alle Pistolen freigeschaltet habe. So. So, wollen wir ganz kurz gucken, wo die anderen hingeflogen sind. Ich weiß, rechts sind auch noch welche, aber ich dachte, ich hätte ein oder zwei mehr erwischt. Muss mich da wohl doch ein bisschen getäuscht haben. Ups, gerade hat es geruckelt, warum auch immer. So, das ist noch die Schrotwirkung hier, man sieht es, ne, das wird später demnächst irgendwann mal in einem Patch geändert, sodass man diese lange Liste nicht mehr hat. Ja, vor allem, das sind 10 Treffer, ne? Alles nur so 10%. Mal ganz kurz gucken, nicht, dass da hinten irgendwas liegt, was noch liegen sollte, das da nicht liegen sollte. Ganz kurz nochmal hier reinschauen. Okay, hier scheint nichts mehr zu liegen. Also, Schrotmunition auf Vogeljagd ist immer gut. Und wir warten jetzt, bis die nächsten Gänse kommen. Und dann nehmen wir die Anderson vor. Und dann schaue ich mal, dass ich noch irgendwas anderes kriege, was man mit der Panther und mit der... Was bist du denn da? Aha, das sind diese Ambiente-Vögel, nenne ich sie mal. Das sind also nicht jagdbares Wild, sondern einfach Tiere, die die Atmosphäre, das Ambiente auflockern sollen. Bis das Waffenpack 3 rausgekommen ist, war die Magnia, wie sie ausgesprochen wird, meine Lieblingswaffe für die Gänsejagd hier. Neben der Schrotflinten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich dann hier hinten da in diesen Unterstand reingesetzt oder hier auf diesen Dreibein hingesetzt und habe hier ordentlich Wildgänse geräubert. Immer schön mit Schrotmunition, weil das ja klassisch ist. Mittlerweile benutze ich die Anderson. Und das Langlauf-Pendant dazu, Langlauf-Pendant meine ich jetzt in dem Sinne an der Langlaufwaffe, die Vigrant .22 LR. Beide Waffen benutzen dieselbe Munition. Ja? Das heißt also, ich brauche also nicht für eine Munition mitschleppen für die Pistole und eine weitere Munitionsart für die Waffe. Beide benutzen dieselbe, exakt die gleiche. Die Vigrant 22 LR
Werde ich auch irgendwann einmal vorstellen. Hat auch ein 10-Schuss-Magazin, genauso wie diese hier. Und ist auch, so komisch das klingen mag, Entschuldigung, so komisch das klingen mag, sehr gut für die Federwildjagd geeignet. Für alles andere aber kaum. So, wir machen wieder eine kleine Pause und warten, bis die nächsten kommen. Bis gleich. So, das nächste Geschwader rollt heran, wie ihr sehen könnt. Und ich weiß nicht warum, aber ich finde es immer wieder faszinierend, wie die unterkommen. Und eine weitere Eigenart von mir. Na nun, hauen die ab? Nein. Sie landen nur sehr, sehr weit weg, warum auch immer. Ich corne die immer sehr häufig. Braucht man im Prinzip gar nicht, aber ich mach's trotzdem. So, da kommen sie schon. Sitzt natürlich voll im Wind drin. Jetzt warten wir noch, bis die letzte unten ist. Die ist sehr nah, das ist gar nicht gut. Alter. Okay. Bei Zielen auf bewegliche Ziele habe ich immer Schwierigkeiten. Aber ihr habt es gesehen, man kann auch damit gut was reißen. Wenn man ein besserer Schütze ist als ich, mit meiner schwachen Reaktionsfähigkeit. Ja, Muskel, Lungenflügel links, 100% Ethikbonus. Kommen die nächsten schon. Mal sehen, ob wir die runterkriegen hier oben. Ah, nein, ich glaube, die fliegen weiter. Die auch, schade. Die haut ab. Da hinten kommen aber welche. Also was ist heute denn hier los? Da habe ich die auch nachgeladen? Und da hinten kommen auch noch welche. Satan, also das ist doch wieder heute wieder herrlich hier. Und ich habe nur die Pistolen dabei. Ja, die kommen auch runter, die werden auch größer. Auch die landen natürlich genau da, wo ich sie nicht haben möchte, nämlich rechts von mir. Keine Sorge, das wird jetzt die letzte Gruppe sein, die wir jetzt hier runterholen. Danach schauen wir mal, dass wir dann halt auch mal gucken, dass wir was anderes schießen. So, wir müssen auch da wieder aufpassen. Die sitzen da relativ im Wind. Wenn sie zu nah rankommen, ist es auch nicht gut. Die kommt nah. Ah, die geht noch ein bisschen weg. Das ist gut. Aber die kommt mir sehr nah. Und wenn sie nahe kommt, ist es immer Käse. Wenn sie weit wegkriegen, dann bringt es halt nichts. Aber da hinten liegt noch einer. Gut.
Ihr habt es jetzt gesehen. Mit dieser Anderson kann man gut Vogelbild jagen. Mit der Magnifico, wie sie ausgesprochen wird, ebenfalls. Die anderen drei Waffen sind für die Federwildjagd nicht geeignet. Damit werden wir mal gucken, dass wir was finden, was wir auch mit denen machen können. Damit suchen wir erstmal das ein, was hier noch liegt. Warte mal, links war auch noch eine. So kann man Pistolenpunkte sammeln. Das war relativ schnell und relativ leicht. Vorausgesetzt, und das muss man jetzt auch dazu sagen, man ist noch mal der nächste Patch, der die ganze Population, die ganzen Tiere, die ganzen Bedürfniszonen zurücksetzt. Solange dieser Patch noch nicht da ist, ist das hier ein sehr guter Spot. Wenn der Patch rauskommt, kann es sein, dass das Ganze sich ändern wird, dass wir uns alle wieder neue Gebiete suchen müssen, wo wir was jagen. Ja, das im Hinterkopf behalten. Also es kann sein, dass nächste Woche, diese Information, dass dieser Punkt hier so toll ist für die Vogelwildjagd, schon längst überholt ist. Ja, dann suchen wir uns jetzt mal anderes Wild, was wir dann halt mit den drei Standardwaffen jagen können. Bis gleich. So, wir haben was. Ein Rehbock. Waffenklasse 1. Gerade für Rehböcke gerade noch geeignet. Ihr habt das auch gesehen, er hat auch Leben verloren. Lungenschuss, wie man hier sehr gut sehen kann. Dammwild würde ich damit schon gar nicht versuchen zu bejagen. Das habe ich schon mal erwähnt. Aber dass ihr das auch mal seht. Es geht durchaus mit der Fokus auf die 357, Fokus 357 auf die Rehe. So. So, ein weibliches Reh macht einen Warnruf. Wir stehen natürlich voll im Wind, deswegen ist das äußerst ungünstig, da jetzt zu antworten. Es würde uns wittern und wir würden nichts sehen und auch das Tier nicht bekommen. Deswegen begnügen wir uns, ja, ist ja gut, begnügen wir uns mit dem Rehbock hier. Der ist sowieso interessanter als ein weibliches Tier. Bronze, ihr seht selber, komplett in die Lunge reingejagt. Eigentlich habe ich aufs Herz gezielt, aber naja. Immer wird wild, der Viech da unten eigentlich. Unbedingt was in die Fresse. Kriegen wir hin. Frage ist nur, wo ist es? Natürlich ist der Wind jetzt gerade unser größter Feind. Das ist er immer. Aber ab und zu hilft das auch was. Ja, hopp. Auch das Tier dürfte nicht weit wegkommen. Hoffe ich mal. Ich hoffe mal, dass das kein allzu schlechter Schuss war. Aber ich befürchte, da das ganze Tier hier unten... Oh, das ging in den Lauf. Ich sehe es so schon. Ich habe nichts zum Nachschießen. Abgesehen von der Pistole selber. Ja. Ihr habt vielleicht gemerkt, das weibliche Tier war beim ersten Schuss weiter weg als das männliche Tier gerade eben. Das muss man mit berücksichtigen. Die Waffe ist, wie gesagt, für gewisse Distanzen nicht mehr richtig geeignet. Ja. Das Tier wird mit Sicherheit
vorne im Vorderlaufen den Schuss bekommen haben. Obwohl ich eigentlich, wenn ich mich so richtig entsinne, auf die Brust gezielt habe. Aber die Ballistik macht hier auch ein Spielchen mit. Und deswegen wird wahrscheinlich dann der erste Schuss zu tief gewesen sein. Ist eine Vermutung von mir, das werden wir jetzt sehen, wenn das Trefferbild kommt. Nämlich genau hier. So, der erste Schuss war auf 32 Metern und der ging tatsächlich in Vorderlauf. Habe ich also ein bisschen schlecht gezielt. Sollte dahin gehen, habt aber das Bein getroffen. Während der andere hier... Okay. Wäre der nicht durch den Hals gegangen, wäre der auch geknackt gewesen. Aus einer Ferne von 100 Metern. Also, dass ich da den Halswirbel noch gerade gestreift habe, das hat das Tier jetzt umgebracht. Der Schuss selber ging an dieselbe Stelle, fast dieselbe Stelle wie der erste. Das war ein Glückstreffer. Klipp und klare Sache. Glückstreffer. Ja? Normalerweise schießt man auf 100 Meter nicht mehr mit einer Pistole. Dann setzt man Langlaufwaffen, wie die 243er, die 270er oder sonst was. Ne? Also, habt ihr gesehen, Rehwild geht damit. Ich habe doch gerade was gehört. Siehst du? Sag doch, dass ich was gehört habe. Bin mir nicht sicher, was ich gehört habe. Ist das jetzt Dammwild oder Rehwild? Ein Reh. Egal, wir nehmen trotzdem erstmal die Magnum. Liegt sofort. Warum liegt es sofort? Weil der Schaden der Magnum zu groß für das Tier ist. Deswegen ist auch der Ethikbonus hier auf 0. Ja? Dass der Schuss ging durch. Die Magnum ist Waffenklasse, keine Ahnung, 2. Fast schon 3, glaube ich, ne? Deswegen, also der für das Tier ein riesengroßer Schaden. Deswegen hat es sofort gelegen und deswegen ist auch der Ethikbonus bei 0. So, was haben wir da? Wir haben da die jetzt die HFK FCG 54, das ist Waffenklasse 2. Rehe sind Waffenklasse 1. Da liegt das Problem begraben. So, dann gehen wir mal gucken, dass wir mal ein bisschen Dammwild finden für Waffenklasse 2. Schrittgeräusche im Vorfeld. Halt, falsche Waffe. Da haben wir Dammwild. Der Schuss war, glaube ich, nicht gut. Hä? Wenn dieser komische Vogelruf jetzt gerade kommt, dann heißt das, dass jetzt gleich Sonnenuntergang ist, oder was? Oh, 16 Uhr. Mhm. So, den ersten, den wir da von vorne getroffen haben, Lungenschuss, das sehe ich von hier aus. Der zweite wird vielleicht einen Treffer in die Weichteile, in den Darmtrakt gekriegt haben. Was wahrscheinlich dazu führt, dass das Tier noch eine ganze Weile weiterläuft. Ja, also hier. Naja. Wir werden sehen, was das gleich für ein Anschluss war. Diesen ist klar Lunge. Und der zweite Anschluss
Da vorne liegt das Tier auch schon mit dem Lungentreffer. Was haben wir den anderen hier gegeben? Mit dem Treffer hier. Nicht tödliche Treffer. Das heißt also, das Tier wird noch ein bisschen weiterlaufen. Gehen wir jetzt erstmal zu dem Lungentreffer. Ah, ja, da vorne den Lungentreffer hin. Schleiche ganz bewusst deswegen. Es könnte sein, dass das andere Tier nochmal zurückkommt. Nee. Und da will man ja nicht das Tier verjagen. So. Wie gesagt. Oh, Ethik Bonus 0. Mhm. Okay. Eigentlich ist das Waffenklasse 2. Eigentlich müsste Ethikbonus hier funktionieren. Manchmal buggt das halt. Oder habe ich versehentlich die Rhino genommen? Nö, das ist... Die Rhino ist das da. Und das ist die Panther. Auch die Munition, die ich da drin habe, das ist die HCFKG. HCFKG Waffenklasse 2. Müsste eigentlich langen für den Ethikbonus, aber gut. Wie gesagt, manchmal spinnt das Ganze so ein bisschen. Da wir hier jetzt ja auch nichts anderes suchen und auch nichts mehr anderes schießen werden mit dieser Waffe, denn für die Rhino ist hier unten kein, sind hier keine Ziele. Da werden wir gucken, dass wir Bisons oder Wisente finden hier in ihr Schild. Das ist dann schon eher was für die Kategorie, die die brauchen. Ah, nicht tödlicher Treffer ist immer so eine Käsegeschichte. Da kann es sein, dass das Tier noch meilenweit läuft. Kann aber auch sein, dass es auf einmal irgendwo liegt. Da hier liegt es nicht, das ist zerwühlte Vegetation. Aber da vorne ist es. Da liegt es dann auf einmal. Und wie ich es erwartet habe, hinten in die Weichteile. Effizienzbonus 0, Ethikbonus anscheinend auch 0. Na egal. Gut, dann werden wir mal gucken, dass wir noch ein bisschen was anderes finden. Also gehen wir jetzt mal in Richtung Westen der Karte und versuchen es mal mit den Bisons, mit den Wisenten anzulegen. Dafür nehmen wir dann die Rhino. Bis gleich. Ja, ja, ja. Ich bin jetzt im Wisentgebiet. Und ich habe von da oben gerade einen Warnruf bekommen. Und einen männlichen Wisent. Und das heißt selten etwas Gutes. Ich versuche jetzt trotzdem dahin zu kommen. Weil klar, Wisent ist das, was ich eigentlich jagen möchte. Und nicht die zwei Füchse, die ich gerade erledigt habe hier. Die zeige ich aber hier nicht in diesem Video. Das ist was für meine Jagdschnipsel. Mal gucken, ob wir irgendwo da was sehen können. Steine, Felsen. Na, da ist nichts. Wird also irgendwo da oben in dem Waldstück sein. Versuchen wir da mal hinzukommen. Natürlich möglichst leise. Weil wir wollen ja die Wisente jagen und die nicht verjagen. Schön, jetzt wird's laut hier. Scheiß Wind.
War da gerade was? Oder war das nur ein Vogel, der wieder hochgestoben ist? Bin mir da nicht sicher. Bei der Jagd auf Wisente muss man vorsichtig sein. Die Burschen greifen auch ganz gerne mal an. Insbesondere dann, wenn sie angegriffen wurden. Oder man ihnen allgemein zu nahe kommt. Dann gehen wir mal langsam in die Hocke hier. Um 30 bis 19 Uhr. Also gerade in diesem Moment müssten die Wisente hier irgendwo sein. Kann es natürlich sein, dass die weg sind, weil wir jetzt ein bisschen Lärm gemacht haben hier. Kann aber auch sein, dass sie gleich wiederkommen. Guck, guck. Das ist ein weibliches Tier. Egal. Liegt. Rhino. Die Rhino ist eine Waffe, die dafür gedacht ist. Auf diese Art von Jagd. Gewarnt hat mich hier ein männliches Tier. Ich muss also mal gucken, ob wir das nochmal wiederfinden. Aber der Schuss ging hier komplett. Naja. Okay, wieder mal Rückenmark, also Wirbelsäule. Der Schuss hier in den Oberschenkelknochen, der hat nichts gebracht. Das da. Das hat was gebracht. Ich hoffe mal, dass wir jetzt noch das männliche Tier irgendwo finden. Dass das noch zurückkommt. Es ist ja weggelaufen. Klar. Durch den Knall. Aber da hinten ist es doch. Siehst du von hier. Das war jetzt kein so guter Treffer. Das ist das männliche Tier. Wie bei allen Waffen kommt es darauf an, wo man ein Tier trifft. Ob ein Treffer gut war oder nicht. Dieser hier war jetzt gerade nicht gut. Ich tippe mal stark drauf, dass ich wieder mal den Oberschenkelknochen nur getroffen habe. Das Tier wird also wieder humpelnderweise durch die Gegend latschen. Und eine ganze Weile brauchen, bis es verendet ist. Ihr müsst immer eins bedenken. Diese Wisente sind quasi Rinder.
Passt nicht ganz, aber sie sind es quasi. Und Rinder haben viel Blut. Bis dieses Tier hier verblutet ist, wird noch eine ganze Weile vergehen. Da ist das Tier angeschossen. So. Ihr habt es gesehen. Eine Wunderwaffe ist diese Waffe auch nicht. Ne? Wiesente greifen an, wenn sie angegriffen werden. Und wenn sie sehen, wer der Gegner ist. Oder wo der Gegner ist. Die anderen sind jetzt da hinten verschwunden. Aber gleich mal gucken gehen, ob wir die noch irgendwo finden. So, wo ging der erste Schuss hin? Habe ich mir gedacht, Oberschenkel. Ne? Nicht mal Knochen getroffen, sondern nur Muskel. Der zweite Schuss aus 50 Metern Entfernung, 37 und das sind 50 Meter, Oberschenkel. Der dritte ging in den Lungenflügel, hätte eigentlich schon fast gereicht. Und der vierte Muskel-Lungenflügel. Ja, das sind mal eben 400 Kilo gewesen, die da auf uns zugestimmt sind. Die Rhino ist keine Wunderwaffe. Aber ich glaube, damit lasse ich es erstmal. Ihr habt es gesehen, für was welche Waffe gedacht ist. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Bis dann. Nee, wir machen noch nicht weiter. So. Da ist das männliche Tier. Den musst du mir jetzt noch geben. Die kam ja auf einmal wieder zurück. Oh, ich habe nur einen getroffen. Ernsthaft? Ist der zweite nicht mal reingegangen? Klasse. Muskel, Schädel, Halswirbel oben. Auch kein Headshot. Wie gesagt, diese Waffe ist für diese Tiere geeignet, aber sie ist keine Wunderwaffe. Sie ist keine 338er Magnum, sie ist keine 300er Canning, die besser geeignet werden. Und die werden auch, die auch für Headshots besser gedacht werden. Aber für die Pistole ist sie schon mal verdammt gut. Und mit was anderem als der Rhino würde ich auf solche Wiesente, Büffel, Kaffernbüffel, Wasserbüffel oder wie sie alle heißen, auch gar nicht draufgeben. Auch nicht auf Elche. So, jetzt wird es mir zu laut. Tschüss.